probieren. Wir haben den Schlüssel, dann versuchen wir mal, ob der passt. Ja, nice. So, dann mal gucken. Hier haben wir noch eine Fackel mitnehmen. Ob wir sie je brauchen werden. So, dann haben wir hier eine Tür. Okay, an der Statue ist nichts Merkwürdiges oder sonst irgendwie was. Okay. Oh, hier ist was. Wir haben noch einen neuen Spell. Vielleicht kann der ja was da machen. Ja, Mann. So, was haben wir denn hier? Okay, damit können wir nichts machen und hier wahrscheinlich auch nicht. Wir können uns aber die Schriftrolle hier einfach mal schnell grapschen. Und die mal öffnen. Und jetzt mal lesen. Ah, nice, wir haben einen neuen Spell. Das ist ja sehr nett von dem Spiel, dass es mich hier direkt wieder belohnt mit einem neuen Spell. Direkt nachdem der alte praktisch aufgebraucht worden ist, weil mehr als ein bis zweimal braucht man das ja meistens nicht. Okay, das hier können wir nicht verbrennen. Ah, okay. Wir können trotzdem nach oben, aber hier kommen wir so schnell nicht vorbei. Und ich glaube mal, dass man es einfach... Ja, genau. Wie unten auch, die Wurzeln fangen kein Feuer. Deswegen gehe ich jetzt erst einmal da rein. Nachher probiere ich einfach mal den Spell an den Dingern aus. So. Oh, wir haben hier einen Hut. Equipen direkt. Ich wette, damit kommen wir in die andere Tür rein. Die Türe, wo wir... noch eine andere Bekleidung, also Kopfbekleidung gebraucht haben. Dann nehme ich jetzt hier mal diese Instrumente mit. Das hier können wir nicht mitnehmen, ist zu groß, also spielen wir es doch einfach mal. Na? Ach, das ist schön. So, jetzt spielen wir die Trommel. Bum, bum, bum. Oh, geil, ist sogar im Takt. Dann machen wir weiter hier. Das ist geil, ey. Okay, genug Musik genossen. Ich möchte ja auch weiterkommen. Okay, eigentlich würde ich das nur voll gerne so anhören, aber das mache ich wahrscheinlich irgendwann offscreen. So, dann versuche ich mal direkt noch schnell hier diesen neuen Spell aus. Und zwar hier. Oh, warte mal, hier redet er von was Scharfen. Wieso mache ich es nicht einfach ganz klassisch und schneide einfach alles weg? Da können wir einfach dann durch, das ist ja super cool. Aha, wen haben wir denn hier? Wer bist denn du? Aha. Wir könnten doch mal ganz dezent ihm sagen, ey, alter Sack, pass mal auf, wir sind hier. Nee, will nicht. Können hier hingehen.
Aha. Wir hätten hier eine Kiste. Ach du Kacke, was haben wir denn hier jetzt alles, ey? Ah, das ist ja natürlich sehr praktisch. Dann gucken wir uns die mal alle an. Ja, Mann, neuer Spell. Ah, Zensur. Das kennen wir doch, das kennen wir doch. Das war bei diesem Ding da am Anfang. Nee, nicht am Anfang, da bei diesen Stühlen. Das kennen wir noch. Dann gucken wir auch hier mal schnell rein. Boah, voll was im Auge ist, muss ich ganz kurz. So, perfekt. So, mal sehen, was hier steht. So, und wir haben hier noch mal einen Schlüssel. Kann ich eigentlich mal meine Fackel verwenden und das hier einfach braten? Nee, schade. Würde wahrscheinlich auch zu lange dauern. Hier haben wir noch zwei Bücher. Die können wir natürlich auch schnell nehmen und angucken. Dieses noch und dann können wir hier auch wieder weggehen. So, mit dem können wir wahrscheinlich nichts machen. Ich versuche mal Invokan. Nee, da geht noch nichts, glaube ich. Ich meine, okay, wir könnten noch mal den A-Zensur hier probieren. Nee, da geht gar nichts. Da verschwinden wir doch am besten gleich wieder. So, erstmal wieder den Turm runtergehen. Jetzt möchte ich erst noch darauf. So. War das nicht hier, wo man klopfen musste? Oder war das hier? Ah, hier. Aha. Hier ist also gar niemand drinnen. Oh, wir können hier hinlaufen, oder? So, und dann war doch in diesem einen Buch da oder in dieser einen Schriftrolle, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, war sehr weit am Anfang, da stand irgendwas von den drei Kürbissen. Nur was man dann noch machen muss, keine Ahnung. So.
Ob ich jetzt noch einen Spell oder so casten muss? Vielleicht Art Zensur, weil es auch so ein Ritualkreis ist? Nee. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es sind hier ganz genau 5 Totenköpfe, die brennen, und ich glaube auch, dass in der einen Kammer da genau 5 Stühle um das eine Ding herum waren. Deswegen belasse ich das jetzt mal so und gucke mal, ob wir dieses Art Zensur vielleicht bei der anderen Stelle benutzen müssen. Dann haben wir hier noch eine Tür. Vielleicht kann irgendein Schlüssel da jetzt was machen. Ach so, das geht gar nicht. Okay. Dann haben wir aber immer noch ein paar Spells, die vielleicht jetzt. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Nee, da haben wir jetzt nichts. War hier noch was? Das hier war geschlossen. Ah. Wir haben aber ein paar Schlüssel. So, was haben wir denn hier? Okay, das ist ein recht interessanter Raum, würde ich mal sagen. Nehmen wir erstmal das hier. So, mal gucken, was hier drinnen steht. So, was ist denn hier? Eine Mumie, kann ich den anzünden? Okay, das geht hier alles nicht. Wir haben aber noch einen Spell, den man da mal probieren könnte. Aha. Können wir hier nicht machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Lass mal auf die Map gucken. Katakomben. Dann hatten wir hier noch die Towers. Boah, Alter. Das wird hier jetzt ganz schön weiträumig. Lass mal geradeaus gehen und gucken, was hier so ist. Oh, Gottes Willen. Einfach mal geradeaus. Guck mal, wie viele Wege wir hier haben. Einfach mal immer. Oh Gott. Oh Gottes Willen.
have your great